Die Unehrlichkeit des synodalen Weges erkennt man insbesondere an der Tatsache, dass sie die Prinzipien, die sie selber aufgestellt haben, nicht befolgen. Zum Beispiel die Autorität der Beschlüsse und der Texte des synodalen Weges. Laut Satzung sind das eigentlich Vorschläge. Ein Bischof kann sie akzeptieren oder nicht. Und in welcher Art und Weise, das ist ihm völlig überlassen. Aber de facto ist es so, dass man möchte diese Texte völlig dogmatisieren. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sowieso, dass Frau Dr. Oemestetter-Kaper hat neulich in der Vollversammlung des CDKs gefordert, dass alle Bischöfe, alle, müssten die ganzen Beschlüsse und die Texte des Synodalen Weges anwenden. Und zum Beispiel bei der vierten Synodalversammlung des Synodalen Weges, als ein sehr wichtiger Grundlagentext gescheitert ist über die Sexualmoral, dann haben damals Bischof Betzing bzw. auch Kardinal Marx gesagt, dieser Text wird seine Wirkung trotzdem entfalten, weil der Text ist nun mal da, auch wenn er nicht mit den nötigen Mehrheiten angenommen wurde im synodalen Weg. Das heißt, Sie sehen ganz klar, hier ist eine deutliche Absicht, ein Interesse, dass die Texte des synodalen Weges Wirksamkeit entfalten. Das sind die Wörter, die Sie selber benutzt haben. Das heißt, dass Sie tatsächlich Teil oder zumindest das Lehramt prägen, obwohl der Vatikan dem synodalen Weg deutlich gewarnt hat, der synodale Weg ist nicht befugt, das Lehramt zu verändern und auch nicht die Leitung. Das war damals ein Brief von Kardinal Parolin vom Juli 2022. Das heißt, Sie sehen, wenn diese Texte so stehen, und das ist die Absicht der deutschen Synodalbischöfen, und es entstehen andere Texte woanders in der Welt, lehramtliche Texte, also von Bischöfen oder gar des Papstes, die genau das Gegenteil behaupten, dann entwickeln sich im Grunde genommen zwei Lehramte. Und nur eins kann richtig sein, ja, denn das ist eine Frage der Logik, ja, die deutschen Bischöfe, die Synodalbischöfe, Betzing etc., die versuchen immer zu sagen, ja gut, es gibt doch eine Einheit, eine Vielfalt in der Einheit, aber es gibt gewisse Dinge, die sich einfach logisch widersprechen, zum Beispiel das ganze Dokument zu Gender. Es gibt eine ganze Reihe von Texten, von Dokumenten des Lehramtes, von anderen Bischofskonferenzen, die genau die Prämissen des deutschen Textes widersprechen. Die sagen, es ist falsch, was da steht. Es kann nicht beides gleichzeitig richtig sein. Das ist im Grunde das, was Bischof Betzing sagen will. Das führt natürlich zu einem totalen Relativismus, aber de facto würde das dazu führen, dass sich die deutsche Synodalkirche immer mehr von der Weltkirche entfernt, bis sie irgendwann tatsächlich eine Sekte wird, eine Nationalkirche, die hier in Deutschland ist. So eine deutsche Synodale Nationalkirche, sowas, ja, unter Leitung von Bischof Betzing, so eine Art Mini-Papst, ja, und natürlich passiert das zwangsläufig, auch wenn jetzt keine neuen Texte hinzukommen, ja, es passiert zwangsläufig, solange die deutschen Bischöfe nicht entgegensteuern. Warum? Weil es gibt Probleme in der Welt und deshalb entstehen auch neue Dokumente, die Teil des Lehramtes werden. Welche Autorität diese Dokumente haben, das ist unterschiedlich. Ja, einige haben eine sehr wenig Autorität, eine sehr große, zum Beispiel wenn jetzt Enzykliken sind des Papstes etc. Ja, wenige haben natürlich Hürdenbriefe der Bischöfe. Aber auf jeden Fall, es entsteht Lehramt, ja, zu dem Problem der heutigen Zeit. Ja, neulich hat die US-amerikanische Bischofskonferenz einen Text, einen Hürdenbrief, ja, einen sehr recht guten eigentlich, ich habe ihn kommentiert, eigentlich zur ganzen Frage Gender-Ideologie. Und es widerspricht total dem, was die Deutschen sagen. Dasselbe haben die skandinavischen Bischöfe, die haben auch total den Deutschen widersprochen. Nun hat ein Bischof der Erzbischof von Oklahoma, Most Reverend Paul S. Coakley, einen Hürdenbrief zum Thema Sexualität veröffentlicht. Ich zeige Ihnen das, falls Sie das selber suchen wollen, aber ich tue auch den Link zu diesem Brief, diesem Hürdenbrief in der Beschreibung, da können Sie das komplett lesen, es ist recht umfangreich, ja, und ich werde hier nur ganz wenige Sätze kommentieren, die eigentlich besonders relevant sind für Deutschland. Der größte Teil dieses Hürdenbriefes behandelt eigentlich pastorale Aspekte mit Personen, die sich nicht zurechtfinden mit ihrem eigenen Körper. Okay, aber die doktrinären Sachen, die lehramtlichen Aussagen, Sie sehen, die sind völlig in Widerspruch zu dem Gender-Dokument des Synodalen Weges. Das heißt, beide können nicht gleichzeitig richtig sein und irgendwann mal wird sich um eine Seite entscheiden müssen sozusagen und die Deutschen müssen dann aber feststellen, ja, wir sind eigentlich tatsächlich jetzt de facto immer ein Schisma, weil wir etwas völlig anderes lehren als der Rest der Kirche. Das Dokument von Erzbischof Coakley heißt, ich übersetze jetzt direkt aus dem Englischen spontan, das sind nur wenige Sätze, insofern geht das,
über die Einheit von Körper und Seele. Für manche mag das vielleicht banal klingen, ja, es ist offensichtlich, gibt es eine Einheit zwischen Körper und Seele, aber das ist eine Frage, die eigentlich tatsächlich gar nicht mal so neu ist. In den ersten Jahrhunderten gab es gnostische Sekten, die genau das beschritten haben. Die haben gesagt, der Körper ist sowas wie eine Hülle eigentlich, die irrelevant ist, die ist unwichtig, ja. Das waren auch, das hatte natürlich auch theologische Konnotationen. Dann sie sagten, ja, unser Heiland, unser Herr Jesus Christus nach der Auferstehung, der hatte gar keinen Körper. Er war sowas wie ein Geist oder so mit irgendwie einer Hülle oder so. Ja, aber die Theologen haben gesagt, nein, er ist richtig auferstanden und zwar als wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, mit seinem Körper. Ja, und das ist deshalb so wichtig, diese Stelle mit dem heiligen Apostel Thomas. Ich habe den Finger, sagt so, steck deinen Finger in meine Wunde. Denn da wurde klar, er ist wirklich auferstanden, ja, als Mensch. Ja, er hat auch gegessen, zum Beispiel. Er hat ganz klar, die haben ein Stück Fleisch, Fisch, und das hat er gegessen. Um zu zeigen, sei kein Geist, der irgendwie erscheint, ja, sondern tatsächlich ein Mensch, ein auferstandener Mensch mit einem Körper. Ja, und diese Einheit, ja, ist wesentlich auch, um unseren Herrn Jesus Christus zu verstehen. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott und ein wahrer Mensch mit einem Körper und einer Seele. Ja, in diesem Hirtenbrief, er sagt, er geht ganz klar auf viele pastorale Aspekte, auf die doktrinären, lehramtlichen Aspekte, aber natürlich auch im Hinblick auf diese ganze Transgender-Bewegung, das heißt auf die politischen, kulturellen und ideologischen Aspekte der Debatte, die natürlich dort wirklich virulent sind in den Vereinigten Staaten, viel stärker als hier. Ja, also hier ist es auch recht stark inzwischen, aber dort ist es noch wirklich, ja, wesentlich älter, das Thema, und wirklich sehr intensiv, ja. Und das Ganze ist geprägt von einer unglaublichen Intoleranz, die ist wirklich unglaublich, also das ist Wahnsinn, was da abläuft, ja. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Auf jeden Fall, er geht darauf ein, er sagt, also auch, es geht ganz klar aus der Heiligen Schrift hervor, es gibt eine Einheit zwischen Körper und Seele. Er zitiert dann den Brief an die Thessaloniker. Und diese beiden bilden die menschliche Person. Das heißt, man kann nicht diese zwei Dinge irgendwie trennen, ja, und als ob man damit basteln kann, dann beide zusammen ergeben die Person, die menschliche Person. Und so wurde sie von Gott geschaffen. Und das ist sehr interessant. Er sagt, es ist nicht so, dass wir Körper haben, wir sind Körper. Und diese Körper ist beseelt von einer Seele. Das ist, was er sagt. Also das ist sehr interessant. Es ist nicht so, dass wir Körper haben, ja? Wir sind Körper. Beseelt mit einer Seele. Ja. Und dann eben zitiert er nochmal die Stelle aus dem Genesis, als Mann und Frau schuf er sie. Und deshalb, es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ja. Er sagt, es gibt Leute, die damit ein Problem haben. Ja. Aus verschiedenen Gründen, das werde ich nicht eingehen, weil hier geht es im Grunde das Lehramt, die Doktrin, die ganz genau im Gegensatz steht zu dem, was der synodale Weg beschlossen hat. Der synodale Weg im Grunde in diesen ganzen Themen hat sich völlig diesen ganzen modernen Tendenzen in den ideologischen Debatten angepasst. Ja, und das werfen ihm so viele Leute vor, wie dieser Bischof, Erzbischof, die skandinavischen Bischöfe, alle an und polnischen Bischof, die sagen, ja, die Deutschen haben nichts anderes gemacht, als sich völlig diesen modernen Gedankenströmungen anzupassen, anstatt, ja, in der heutigen Welt das Evangelium und die menschliche Anthropologie zu verteilen, das menschliche Menschenbild, was vom Evangelium oder von der Heiligen Schrift generell eben herkommt. Ja, die haben im Grunde genommen das Evangelium verraten, quasi. Und dann sagt er eben, dass der Gott hat den Menschen so geschaffen, und zwar in seiner Güte. Das heißt, es ist gut, dass es so ist, weil Gott hat nur Gutes geschaffen und eben den Menschen in dieser Einheit zwischen Körper und Seele. Und genau dasselbe tat er auch mit unserem Herrn Jesus Christus. Es ist das Wort, was Fleisch geworden. Ja? Es ist nicht irrelevant. Er hätte nicht irgendwie anders erscheinen können, dass die zweite Person der Trinität.
Nein, er ist Mensch geworden. So ist er. Das heißt, und er ist ein ganz konkreter Mensch geworden. Er ist ein Mann geworden, er ist ein jüdischer Mann geworden im Jahre 0 in einer ganz bestimmten Kultur und so. Er hat so gesprochen, etc., etc., etc. Und er ist nicht anders geworden. Daraus entwickelt sich eben auch die ganze Doktrin, dass das Priestertum nur Männern vorbehalten ist. Frauen können nicht Priesterinnen werden, weil Jesus Christus nun mal ein Mann war und das ist wesenhaft für ihn als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und dann eben sagt er auch, okay, dann zitiert er auch Papst Franziskus. Papst Franziskus sagt auch, okay, diese Trennung ist nicht möglich. Ja, man muss natürlich nicht vergessen, ja, okay, es gibt pastorale Aspekte, aber diese Trennung ist nicht möglich. Das heißt, warum ist das so interessant? Ich zeige Ihnen das nochmal, falls Sie es selber suchen wollen. Wie gesagt, aber es ist in der Beschreibung, können Sie auch selber nachlesen. Weil die Kirche entwickelt eine, antwortet auf diese Tendenzen in der Welt, auf diese ideologischen Strömungen in einer völlig entgegengesetzten Art und Weise wie die deutsche Synodalkirche. Bischof Betzing und andere, auch Kardinal Marx, die haben eigentlich einen Slogan entwickelt, um sich mehr oder weniger zu verteidigen, sagen, ja, es gibt doch Vielfalt in der Einheit. Das heißt, es gibt unterschiedliche kulturelle Kreise. Aber es ist ja völlig logisch. Das heißt, entweder gibt es diese Einheit zwischen Körper und Seele oder sie gibt es nicht. Beides kann nicht gleichzeitig richtig sein. Aber die Deutschen, die meinen, okay, wir mit solchen Slogans werden wir die anderen irgendwie in das Licht führen, ja, die werden wir zum Narren halten und da werden sie vielleicht reinfallen und dann können wir hier irgendwie Gender-Ideologie in die Kirche einführen, wegen anderen, die das genau das Gegenteil machen. Jeder Mensch, also das hat nichts mit Glaube zu tun, das ist einfach eine Frage der Logik, beides kann nicht gleichzeitig richtig sein. Und deshalb, was ist die Konsequenz davon? Ist, dass durch diesen synodalen Weg, solange diese ganzen Texte des synodalen Weges nicht widersprochen wird, und deshalb sollten die guten Bischöfe in Deutschland Texte veröffentlichen, also Hürdenbriefe, also lehramtliche Dokumente, die den synodalen Weg widersprechen, sagt, das und das ist falsch, das kann nicht sein. Ja, warum? Weil ansonsten wird sich die ganze Theologie in Deutschland in diese Richtung entwickeln. Ich bin sicher, diese ganzen Theologen da in diesen linken, linkskatholischen Universitäten, die nehmen schon diese ganzen Texte des Synodalen Weges und werden diese Texte zitiert und so weiter. Und damit versuchen sie sozusagen eine Theologie auf der Grundlage des Synodalen Weges zu machen. Und das ist natürlich katastrophal, weil das führt unweigerlich und zwangsläufig zu einer schismatischen Kirche. Eigentlich ist es eine Sekte, es ist eine deutsch-nationale synodale Sekte. Vielen Dank.